Hey, so schön, willkommen zurück zu Let's White. Ich bin Chesed 05 und heute, ja, wir haben keine Munition mehr für gewisse Sachen. Unser Verfolger schießt sonst wohin. Das ist sehr schön. Und wir sind kurz vorm Draufgehen. Das ist auch schön. Unsere Türme gerade mal gar nichts tun. Und mir auch keine... Ich kriege aber auch keine Lava-Pistolen-Munition gerade. Die ich so sehr benötige, weil das meine super Lieblingswaffe gerade ist. Da oben ist doch noch was. Hier. Dreimal Blitzkanone. Das Ding schwebt da einfach rum. Ich sehe es ja, komm, das ist dann immer sowas, was mir am Ende fehlt. Dafür, dass wir nur 10 brauchen. Nee, nicht Verfolger. Spiel. You're doing it wrong. So, ich möchte aber noch ein bisschen was... Oh, hallo. 2 Schuss und das Ding ist flöten. So. Ja, wie viele von den Dingern gibt's hier? Oh, klasse. Munition. Munition. Shotgun. Shotgun. Verfolger. Na super. Den hätten wir auch. 33, Alter. Das Gute ist, ich brauche ja sowieso ein bisschen Geld momentan. Ich wäre ein bisschen knapp im Grunde. Aber Lava-Pistole wäre mir durchaus lieber, weil das Ding ist, ich möchte die leveln. Gib mir Lava-Pistole. Nee, das ist eine Blitzkanone. Deswegen finde ich es schöner, wenn eine Waffe mehr als eine Stufe hat. So. Gut, dann machen wir uns aber mal langsam rückweg, sonst gebe ich am Ende wieder mehr für Munition aus, als ich für irgendwas anderes. Dann rentiert sich das wieder nicht. Lava-Pistole, bitte. Bitte, 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 bitte. Das ist eine Blitzkanone. You're doing it wrong again. Da hinten ist noch einiges, da möchte ich nochmal vorbeischauen. Da ist nochmal so ein Ding, was man niederpressen kann. Ich bin mal gespannt, wie viel der Kerl einem auszahlt nachher. Und wie sieht's... Sieht aus, als hätte er jemand mit Wachsmalkreide drauf gemalt. So, die halten 2 Schuss mit meinem Schmelzer aus. Nur Wasser. Was denn jetzt los? Oh! Wir entschuldigen die Störung. Vorfall war ein kleiner Kuchenvorfall, der an meiner Tür geklingelt hat. Auf jeden Fall. Ich muss mein Headset wieder so ein bisschen. Ich höre sonst nichts. Wupp da, dup da. Zack, zack. Shotgun. Gott, es sind so viele von den Dingern. Aber ich viel lieber mal wieder Lava-Pistolen-Munition finden würde. Einfach, ich mag das Ding. Aber ich kann es nicht leveln, wenn ich keine Munition habe. Ja, Verdampfer-Munition, super. Mann, wisst ihr eigentlich, wie schlimm das ist? Oh, ich habe Lava-Munition. Ich soll es vielleicht noch nicht jetzt direkt schon wieder verschwenden. Super, das Ding ist auf die Kristalle gegangen, glaube ich. Auch leer. Ja, jetzt sollten wir langsam mal zurück, weil jetzt geht mir langsam die Munition für alles aus. Ins Auge. Ich bin gleich tot.
Ich bin tot. Ist vielleicht gleich mal... Ja, es ist nicht so schlecht. Wir haben 44 Kristalle. Ja, die Kristalle sprechen mit vereinter Stimme zu mir. Das war echt beeindruckend. Bringt mir mehr Kristalle und ich gebe euch harte Bolts. Hä? Ich möchte aber deinen harten Bolt nicht haben. Du kannst Unmengen von Bolts verdienen, wenn oh du... Oh mein Gott. Geld! Hartgeld! Erstmal Munition aufstocken. Oh, wir können uns auch den Rauschmeißarbeit leisten. Wenn wir nochmal reingehen... Ach komm, Leute, wisst ihr was? Wir gehen nochmal rein. Nur... Nein. Ist gut, halt's Maul! Dynamisches Unternehmen. Halt die Fresse! So. Wenigstens hier vorne so ein paar abgreifen. Komm schon, Leute. Lass mich auch mal ein bisschen Spaß haben. Außerdem brauche ich Geld. Ich möchte den Rauchschmeißer haben. Ich möchte nicht immer nur eine Waffe zum Leveln haben können. Alter, da fliegen viele Fliegen. Maximum ab. So, wenn ich nicht immer andere Waffen benutze. Gut, die gehen ziemlich schnell dadurch. Doch nicht flöten. Er hat einfach nur einen übertriebenen Backflip gemacht, weil er cool wirken wollte. Machen wir mal so einen Double Jump, dann trifft das auch wenigstens. Versenkt! Die Dinger geben ja Unmengen an Geld. Habt ihr gesehen, was wir da an Geld bekommen haben vorhin? Das war rohes Geld. Das war Roharschgeld. Und wir haben hier noch so viel zu erkunden im Grunde. Guckt euch das an, das ist echt, als wären wir hier mit Wachsmalkreide durchgegangen. Trotzdem wird es ja wahrscheinlich noch so viel. Ja, guck mal, allein da. Geh mir mal aus dem Weg hier. So. Ich möchte euch aber auch nicht zu sehr jetzt hier mit langweilen. So ist es ja nicht. Machen wir denn, wenn wir da irgendwann mal streamen? 100% und so. Hust, hust. Während wir zurücklaufen. Kuchenattacke! Ja! Sollen wir verdienen? Moist and delicious. Ohne Scheiß, ich liebe Käsekuchen. Also, wenn. Ich habe sogar ein eigenes Rezept für Käsekuchen. Ich weiß, es ist. Shadow kann backen? Ja, ich kann backen. Und so ein Scheiß, aber. Dabei bin ich ein grauenhafter Koch, witzigerweise. Ich bin scheiß Koch, aber ich bin ein ziemlich guter Bäcker. Ich wollte schon immer mal ein Bäcker werden. So, die zwei noch. So. Geben wir ihm jetzt noch schnell. Und dann... Außerdem, ich habe heute Punch-Out zu Ende aufgenommen. Von daher finde ich habe mir das verdient. Fahren wir dann auf den Rauschmeißer oder nehmen wir Mr. Zircon mit? Komm, wir nehmen erstmal Mr. Zircon, oder? Ach, wir sparen auf den Rauschmeißer, das dauert dann länger. Ich wollte gerade sagen, hä? Ich hab doch Kristalle. Ich hab doch Schiff repariert und so. Kuchenattacke. Moist and delicious. Macht Testanlage kaputt. Schön geht. Das ist ein schöner, das ist ein schönes Stück. Hey, sieh mal, ob gerade was Gutes läuft.
Willkommen bei Moderne Helden. Captain Quark erlebte einen weiteren Rückschlag, als ihn das galaktische Gericht dazu verurteilte, über 6 Milliarden Bols Schmerzensgeld an Opfer zu bezahlen, die am Körperhygienator-Syndrom leiden. 2 Tage später wurde Quark verhaftet, als er nach Pokitaru fliehen wollte. Der einstige Held, damals Top, heute Flop, erwartete nun seinen Prozess. Doch am nächsten Tag war er geflohen. Er hatte sich in die Freiheit gespielt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter mit Moderne Helden. Gut, dass wir wissen, was aus ihm geworden ist. Nicht wahr? Ein Glück haben wir die mit dem Wetter. Ich sollte aufhören, während meiner Aufnahme Käsekuchen zu fressen. Mini-Raketenröhre, auch nicht schlecht. Kostet auch nicht so viel. Irgendwie ein Vernichter. Ich will aber einen Rausschmeißer. Der Rausschmeißer ist toll. Wir sparen auf den Rausschmeißer. So lange kann das schon nicht mehr dauern. Wir haben ja noch unsere Lava-Pistole im Moment. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ja, aggressive Testanlage. Wow! Bäh. Sorry. Was seid ihr denn für Power Rangers? Ihr seht ja aus wie die neue, wie Viecher aus der neuen Digimon-Staffel. Ohne Scheiß, ich hab mir mal die Digitation angeguckt. Ist teilweise ein bisschen merkwürdig, was da abgeht. Problem ist, würde glaube ich nicht Digimon draufstehen, wäre sogar gar nicht mal so schlecht. Da runter. Au! Moment mal, ist hier irgendwie noch was? Nee, das gar nicht. Hoppa, hoppa, hoppa! Was da? Achso, das sind die Dinger. Ich würde sagen, was fliegt hier durch die Gegend? Wo geht's lang? Hä? Soll ich da runter? Da soll ich runter? Und nu? Das ist ja eine Plattform. Festig! Ich bin fast tot! Ach ja, stimmt ja, da brauchte ich ja. Nee, warte. Shit. Da brauchte ich doch hier den Dings für, ne? Den Dynamo. Stimmt. Oh ja, den Dynamo für. Ganz vergessen, dass ich das Ding hab. Das war ja hier nicht mehr so Hyperseil und so, ne? Speicherpunkt. Okay, das ist wohl das Hauptterminal. Mal sehen, was es uns verrät. Das ist Käsekuchen für mich hier. Dieser ganze Abschnitt ist anscheinend ohne Energie. Stimmt, ich rufe einen Reparaturroboter. Folgen wir ihm und reparieren es selbst. Ich glaube, der Reparaturbord braucht ein Reparaturbord. Hier benötigst du einen Gleiter. Versuche ihn auf einem anderen Planeten zu finden. Na, klasse. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Panzerungsverkäufer? Jetzt erst? Nehme ich gerne. Jetzt gibt es andere Rüstung? Ihr seid doch wohl immer auch derber gepanzert, ne? Das Gefühl, die haben ja alle auf einmal mehr Panzer. Oh, hallo, mein Freund. Wo kommst du denn her? Wo kommt ihr denn her?
mal aus dem Weg hier. Alter, das Ding macht Schaden ohne Ende. Es schmilzt. Es schmilzt einfach. Ich bin... Was? Wieso das denn? Ja, ich brauche einen Gleiter. Das ist schön. Hier. Ich weiß nicht. Nee. Haltet. Ja, sogar die kleinen Biester halten mehr aus. Ach, von da kamt ihr. Hätten wir auch noch mal Energie abholen können. Scheiße. Zemp. Noch nicht maximales Nanotech. Oh mein Gott. Ja, doch. Aber merkt man die neue Rüstung? Merkt man doch deutlich, ja. Finde ich gut. Mag ich. War ein guter Kuf. Hä? Oh, wir Schwunghaken. Yeah, hey. Einsame Insel, oder was ist das da? Ihr kleinen Penner, ne? So. Oh Gott. Piu, piu. Das Ding muss auch mal ein Level abbekommen. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier... Wow. Eine Menge von euch. Wenigstens hat sich der Schockmod für das Ding gelohnt. Und das nicht zu knapp, muss ich sagen. Geld. Erhält die Welt. Spoonhaken. Ich glaube, ich kann da runter, aber ich will da nicht runter. Irgendwas sagt mir, ich kann da runter, aber will nicht runter. Zack. Ich soll da runter? Ich soll da runter. Die neue Rüstung hat sich gelohnt. Also habe ich froh, dass ich das Geld doch gespart habe. Sonst wäre das hier, glaube ich, ziemlich kritisch geworden auch. Wobei, ich habe jetzt noch volle Energie. Was sag ich da eigentlich? Geld! Geld despawnt irgendwie auch nie. Geld ist immer wertig. Lava! Lava mich nicht so an! Wieso? Na komm schon! Level up. Oh nö. Leer. Nö. Wow. Verfolger ist super. Verfolgt richtig geil. Bam. Alter, was ist mit meiner Energie los? Schwunghake euch zu Tode. Na, ja, das funktioniert nicht so, wie ich wollte. Naja. Jemand zu Tode Schwunghaken. Schwunghakenen. Schwunghakenien. Oh, Munition. Verfolger doch nicht, Mann. Wo soll ich hin? Wo bin ich? Da. Ja, das kann ich ja nicht machen. Wop und wop und... Was bist du denn? Niemand! Wirklich niemand! Kommt der Mathematiker vorbei! Die guten Namen waren wohl alle schon weg. Pass auf, du Null!
bevor der Mathematiker dir den Kopf von den Schultern subtrahiert. Sir, ich bin ebenfalls ein Rechner und wüsste ganz gern, was hier los ist. Auf diesem Mond ziehen wir die Wurzel aus den Verlierern und addieren die Sieger zu den Megakorb-Spielen. Da oben wird euch ein Herausforderer zur Summe Null machen. Die Technologie kommt mir bekannt vor. Clank kann schweben, wunderschön. Cool. Bringst du uns auf diesen Mond? Wie krank cool ist das denn? Man of Steel und sowas, ne? Dobo Orbit. Okay. Hey, kennst du uns noch? Raketenabfeuern schlagen, Bombenangriff. Ich trete euch in die nächste Galaxie. Ja! Das ist super cool! Das ist super cool! Nur, dass ich begrenzte Munition habe. Verdammt bin ich! Hadouken! Das ist super cool! Bam. Ich bin voll am Verlieren! Alter, ich bin richtig hart am Verlieren gegen ihn. Der ist richtig über. Alter, ist der stark. Ich mach ja gar keinen Schaden gegen den. Oh yeah, big damage. Nein, das musst du nicht. Alter, jetzt gebe ich ihm aber. Ja! Und jetzt verabschiede dich von deinem Fellrucksack. Wow, was ist hier mal rot? Ich will gegen den Mathematiker kämpfen. Bruh! Jetzt gebe ich dir, Digga. Ihr wollt was von mir? Ja. Hadouken! Zack! Und wie Ratchet einfach hinten dranhängt nach dem Motto, ja, ist schon irgendwie cool. Oh Gott. Oh, scheiße. Moonjump. Gesundheit erworben, ja. Sehe ich. Wo ist der Kerl? Ich verliere irgendwie kontinuierlich Energie. Oh, Energie. Energie erworben. Ich brauche erstmal Energie, sonst bin ich gleich tot. Da ist er! Wir haben gleich den gesamten Planeten geräumt. Komm her! Die Hals abschneiden. Ich bin tot, was zur Hölle? Meine Ex-Frau meinte immer, ich sei leicht reizbar. Und jetzt bin ich richtig sauer. Wieso gehen die auch nur auf mich? Alter! Das war im dritten leichter. Moon Jump. Moon. Ihr wollt was von mir? Na, dann komm.
Ich habe irgendwie das Gefühl, er nimmt viel weniger Schaden als ich. Oh, shit. Na komm. Der Pfeil ist irgendwo ein bisschen ungenau. Bam! Raketen, Bomben, alles! Ihr wollt was von mir? Na, dann komm! Nein! Ba-ba-ba-ba. Alter, wieso? Wo nehme ich so viel Schaden her? Alter Schwede. Das hätte weh getan, wenn du dummer Roboter Gefühle hättest. Ey, ohne Scheiß, ich nehme viel mehr Schaden als er. Wow, was? Wie macht denn der Schlag von dem? Ja, super, ich habe Gesundheit. Das bringt's mir. Bam! In deine Fresse! Gesundheit! Alter, diese Helis! Diese Helis sind unfair! So. Ruhe jetzt. Da ist er. Und jetzt verabschiede dich von deinem Fell. Alter, die Helis sind fast schlimmer als er. Die Helis sind schlimmer als er. Ja, gib ihm! Super Robo! Okay, wenn ich die kaputt mache, kriege ich auch Energie wieder. Also sollte ich mich vielleicht da häufiger mal konzentrieren, mal Roboter zu zerlegen. Quatsch, Helis zu zerlegen. Ja! Ihr wollt was von mir? Na, dann komm! Na, ach, Scheiße, ich habe keine Bomben mehr. Ich muss sterben, damit ich wieder 3 Bomben habe. Na komm, du bist tot. Ja. Ich krieg dich, Mensch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das war ein bisschen unspektakulär. Einfach tot. Ende. Keine weitere Diskussion mehr. Nur Käsekuchen. Sieg durch Kürzen, was? Ihr Typen seid gar nicht mal so übel! Ihr kommt mit zu den Megacop-Spielen! Willkommen bei den Megacop-Spielen, präsentiert von Megacop! Megacop! Okay, Megacop-Kandidaten, macht euch bereit zum Kampf gegen unsere Megacop-Gladiatoren! Wenn ihr das überlebt, kommt ihr mit unserem Mega-Spider-Bot zum tödlichen Käfigkampf in unsere Megacop-Arena! Dann geben wir Gas mit unserem Megacop-Hoverbike-Rennen! Bitte nicht! Vom Team Megacop! Feindliche Eingeborene werden nicht vom Megacorp unterstützt, gesponsert, ausgestattet, beraten oder auch nur gemacht. Annäherung auf eigene Verantwortung. Die Megacorp-Spiele! Megacorp! Mega. Yay! Wir kämpfen einfach. Okay, wir können das nochmal machen. Auch nicht schlecht. Ich meine, das war ja irgendwo cool. Pass mal auf, wahrscheinlich bei den Megacorp-Spielen kriegen wir denn jetzt den Gleiter, den wir brauchen. Wow, ich bewege meinen Controller nicht, by the way. Ich sehe ein bisschen aus wie iPod Blitzcrank. Ach, schade, ist immer noch leer. Das nervt mich ja gerade, dass das... Oh, warte mal, ihr seid wieder respawned. So viel Zeit haben wir noch. Moment. Das ist ja nicht viel. Hier und hier vorne sind ja Gegner überall. Ich will, dass das Ding jetzt noch mehr Dab bekommt. Sind hier immer Gegner gespawnt? Ich will dieses Level Up noch haben. Das stört mich jetzt.
Och, komm schon. Ernsthaft, ich soll noch weiter. Ja, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.